Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Ich muss einmal ganz kurz hierauf schalten. Ich warte nämlich auf ein Paket und deswegen muss ich jetzt zwischendurch immer mal wieder gucken. Das ist der Grund, weswegen wir jetzt noch keine Hauptstory machen. Weil ich glaube, eigentlich wollte ich Hauptstory machen. Aber ja, ich glaube, das dauert dann zu lange. Das ist nämlich nur noch 8 Stops von mir entfernt. Also es kann zwar noch eine Stunde dauern, es kann aber auch jetzt recht schnell gehen. Deswegen dachte ich, wir kümmern uns ein bisschen um die Freibriefe. Und hier so ein bisschen um den Schurken. Und vielleicht sogar um die Klassenquests. Und ja, dass wir den zumindest auch auf 15 kriegen. Und den Hermetiker vielleicht dann auch auf 15. Das bleibt aber noch abzuwarten, weil wir da noch das Spukgespenst brauchen. Deswegen nehmen wir erstmal hier den Freibrief an. Du hast bei der Bearbeitung von Freibriefen Mut und Zuverlässigkeit bewiesen. Es ist an der Zeit, dass du dich auch einmal an Gilden geheißen versuchst. Was es damit auf sich hat, wird dir Kommandeurin Tiroro erklären. Du findest sie gegenüber vom Händler. Ich werde für dein Können bürgen. Okay, also Arme hier hinten. Ash Kuran? Kuran, nicht wahr? Dann ruf all dir voraus. Schwitzkiff hat mir von dir deinem Ruhmestaten erzählt. Vielleicht kann ich dich auch für Gildengeheiße begeistern. Freibriefe könntest du noch alleine erledigen, aber bei Gildengeheißen handelt es sich um gefährliche Aufträge, die nur mit deiner Gruppe zu bewältigen sind. Nur Leute, die sich blind auf ihre Gefährten verlassen können, füreinander einstehen, haben eine Chance auf Erfolg. Dafür fällt die Belohnung aber auch selbstverständlich entsprechend großzügig aus, besonders beim ersten Mal. Da gibt es nämlich einen Bonus. Neugierig? Du kannst mich jederzeit ansprechen, um einen Gildengeheiß anzunehmen. So, die Inhaltssuche. Durch das Freischalten der Inhaltssuche kannst du nun mehr Spielerinhalte, wie zum Beispiel Dungeons und Gildengeheiße, teilnehmen, ohne selbst eine Gruppe bilden zu müssen. Drücke dazu Taste P oder wähle Inhaltssuche im Hauptmenü aus. Das passende Gildengeheiß finden. Gildengeheiße sind besondere Operationen, die von Abenteurergilden organisiert und von einem NPC als Kommandeur überwacht werden. Wenn du mit einem Kommandeur sprichst, erhältst du eine Liste aller derzeit verfügbaren Gildengeheiße. Jede Operation hat bestimmte Bedingungen, die von allen G Mitgliedern erfüllt werden müssen. Anfangs ist die Auswahl an Gildengeheißen ziemlich beschränkt, aber auf höheren Stufen nimmt deren Anzahl deutlich zu. Wenn du in einer Gruppe bist, werden nur Gildengeheiße angezeigt, deren Zugangsvoraussetzungen von allen Mitgliedern der Gruppe erfüllt werden. Okay. Hallo du, ich bin Tiroro von der Abenteurergilde. Meine Aufgabe ist es, Gildengeheiße an mutige Abenteurer zu vergeben. Dann übernehmen wir mal einen. So, Inhaltssuche. Als erstes wählst du eine Mission aus der Liste und dann teilnehmen. Damit bist du für diesen Spiel halt registriert und die Suche nach passenden Kampfgenossen wird gestartet. Wenn ein Schloss-Icon angezeigt wird, ist dieser Inhalt für dich noch nicht zugänglich. Sobald du in der Inhaltssuche registriert bist, kannst du den Status der Suche für diesen Inhalt Gruppenmitgliedern und Serverstatus ansehen, indem du im Hauptmenü unter Spielinhalt die Inhaltssuche auswählst. Wenn die Gruppe bereit ist, den Inhalt zu betreten, öffnet sich ein Bestätigungsfenster. Denk daran, mit den anderen eine Strategie für die Mission auszuarbeiten, bevor ihr euch ins Getümmel stürzt. Ja, okay, das werden wir tun. So. Wie gesagt, ich muss zwischendurch leider immer mal wieder gucken. Beziehungsweise den Status aktualisieren. Oh, es sind nur noch 7 Zustellstopps. Also, ne? So, einer für alle für einen. Dann nehmen wir doch einfach mal dran teil. Vielleicht funktioniert es ja noch recht schnell. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Was bist du? Alle meine Dodos, okay. Gut. Wir
Wir kümmern uns erstmal um das Bestiarium. Würde ich sagen. Und wir nehmen mal das hier. Und jetzt dürfen wir erstmal suchen. Weil, wie gesagt, während wir in dieser Inhaltssuche sind, ist es halt etwas blöd, irgendwas anderes zu machen. Nebenbei können wir halt auch keine Klassenquests machen. Weil wir dazu dann halt in die Einzelinhalte müssten. Also dann in einen separaten Inhalt und... Ja, das ist etwas blöd. Deswegen machen wir erstmal hier... Versuchen, bis Stufe 15 zu kommen. Kommt man übrigens mal nicht in so einen Inhalt? Oder bricht man vorher ab? Oder? Also, wenn ich jetzt abbreche, würde nichts passieren. Aber wenn zum Beispiel der Inhalt startet und ich abbrechen würde, dann würde man Strafpunkt zum Beispiel kriegen. Oder wenn man den Inhalt verlässt, kriegt man auch einen Strafpunkt. Also, ich würde es mir immer dreimal überlegen, ob ich den Inhalt verlasse. Ich glaube, was anderes ist es, wenn ein anderer bereits den Inhalt verlassen hat, dann kann es da auch gehen. Aber in aller Regel mache ich es nicht. Das Witzige ist, als DD suchst du dir halt den Wolf, ne? Wenn ich jetzt als Tank reingehen würde, wäre die Sache eine andere. Aber wir wollen jetzt den Schurken jetzt erstmal auf 15 kriegen. Bevor der zu weit oben ist und wir da nichts mehr einholen können mit der Klassenquest, mit der, ne? Storyquest. Ich glaube, das wollten wir eigentlich sowieso machen, oder? Ich glaube, das wollten wir eigentlich ohnehin machen. So. Rennen wir hier natürlich so ein bisschen weiter weg. Was passiert? Okay, hier ist ein Fade. Okay, es sind immer noch 7 Stops. Komm da nicht dran. Jetzt. Ah. Hier taucht jetzt noch einer auf. Und da haben wir wieder einen in Level Up. Hm? Okay, jetzt bleibt der gerade bei seinem Standort hier. Er sagt, ich gucke da immer so ein bisschen drauf. Ich habe zwar auch die Klinge hier unten, aber sicher ist sicher. Gegen den Geist will anscheinend gerade keiner.
Zumindest sucht halt auch gerade keiner für. Es war halt nur ein Versuch wert, vielleicht hätte es ja klappen können. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Oh, hier kann ich einmal mich, glaube ich, einmal harmonisieren. Dich nehmen wir einmal ganz kurz, ja. So, das wird echt ein schwieriges Unterfangen, alles auf 15 zu kriegen. Wie gesagt, dann sind wir halt frei, was unsere... unsere Innis angeht. So, da kam die Post. ja gut, in der Zeit ist natürlich das hier abgelaufen. Registrieren wir uns da noch einmal für. Und machen dann hier ein bisschen weiter. Ich finde, das ist verdammt leise gerade hier für mich. So. Jetzt natürlich gucken. Da ist Stachelmull. Wir brauchen Stachelmull. Jetzt kommt aber nicht nur die Fledermaus an, oder? Nee, gut. Okay, das haben wir. Brauchten wir nur einen? Ja. Und dann brauchen wir wieder Killer... Also brauchen wir vor allem wieder... Brauchen wir Killermantis? Das andere komische Viech. So. Einmal. Da ist dieses eine komische Viech. Sehr schön. In der Hoffnung, dass es uns nicht zu sehr reinhaut. Okay, zwei brauchen wir ja noch von. Ich dachte, wir wären schwächer gegenüber von, also gegenüber denen. Aber. Na gut, 14. 14 zu 16, ja. Geht ja noch. So. Okay, also einer noch. Erinnert mich immer so ein bisschen an so ein Dino. Dieses Viech hier. So. Wie gesagt, nur bis 15. Wir haben ja jetzt unsere Levelphase hier. Urabimul Killermantis. Aber sie sind verdammt easy. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Na, zwei nebeneinander sind aber, glaube ich, schon etwas tricky. Machen wir das lieber mal so. Okay. Oh, da will noch einer. Der hat noch nicht genug bekommen. So, wobei, warte mal, ich kann das einmal ganz kurz zurückziehen. Wie gesagt, da passiert ja nichts. Und dann melde ich mich mal hier mit dem hier an. Weil der Metiker kann das jetzt gerade mehr gebrauchen. Da wir mit der Klasse ja hier schon fast auf 15 sind. Das würde anders dann keinen Sinn machen. So. Oh, wir können aber was. Oh. Wir können aber was anderes anlegen. Das ist gut. Großsturmmarkt. Okay. Lol. Ja. Oh, so kurz davor. So, versuche ich erstmal ein bisschen hier hinten hinzulocken. Ein Käferchen reicht, ja. Oh Gott. Nein! Ah! Nein, so knapp. Okay. Müssen wir einmal zu unserem Heimatpunkt zurückkehren. Naja. Versuch war's wert. Okay, ich wollte gerade sagen, warum dauert das so lange? Ah, Kampfunfähigkeit. Wenn deine LP-Lebenspunkte auf Null fallen, wirst du kampfunfähig. Diesen Zustand bleiben dir nur zwei Optionen. Rückführung benutzen, um zu deinem Heimatpunkt bzw. also zu deinem Startpunkt in einer Instanz zurückzukehren oder auf einem anderen Spieler warten, der dich zum Beispiel mittels der Druiden zur Wiederbelebung zurück ans Spiel bringt. Wenn du kampfunfähig wirst, bist du vorübergehend geschwächt und deine angelegte Ausrüstung wird beschädigt. Wenn der Zustand eines Ausrüstungsgegenstandes auf Null fällt, ist er dir nicht mehr von Nutzen. Also repariere deine Ausrüstung regelmäßig. In bestimmten Inhalten sowie bei Charakteren, welche die Fertigkeitsstufe 10 noch nicht erreicht haben, wird der Zustand der Ausrüstung nicht gesenkt. Ja, bei uns leider schon.
Wir wollen einmal zur Siedlung. Siedlung klingt gerade ganz gut. Ich meine, eigentlich brauchen wir ja nur noch einen Gegner. Das ist ja jetzt eigentlich egal, welcher. Nehmen wir jetzt so einen Rösling. Herr Rösling, Herr Rösling. Tada. Stufe 15. Ja gut, dann haben wir einmal unseren Hermetiker noch. Mit dem brauchen wir einmal das Spukgespenst. Oh, wir brauchen nur noch einen Heiler. Ein Heiler und dann können wir in den Gildengehalt rein. Das ist ja schon mal gut. Tada! Und wir kommen in unsere erste Instanz. Oh, ist das cool. Das ist cool. Limitrausch ist ein mächtiges Kommando, das nur Gruppen mit 4 oder mehr Mitgliedern zur Verfügung steht. Okay, warte. Huch. Ja gut, kann ich leider gerade nicht vorlesen. Hier müssen wir uns leider darauf konzentrieren. Dass wir das hier machen. Ich frage mich zwar, warum der Heiler da einfach angegriffen hat, aber okay. Da dachte, glaube ich, jemand, er sei Tank. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal auf. Beziehungsweise das eben teilweise offen gelassen. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne mal geheilt werden. Ich kann mich zwar auch selber heilen, aber... Vor allem, was ist das hier eigentlich für ein... Gewusel, ey! Der Tank kann nicht... Der Tank kann nicht tanken? Warte mal. Oh ja, der Tank kann nicht tanken, der Heiler nicht heilen. Das lasse ich jetzt auch mal für euch auf, weil so viel Zeit haben wir gerade leider hier nicht, um das alles vorzulesen. Dann kann es mal nicht gehalten, aber passt schon. Abschließen. Ja, ich würde gerne die Instanz verlassen. Oh ja, ja, das war ja. Das war ja ein Heckmeck. So, Vergütung. Wenn du erfolgreich alle Gildengehaltsziele innerhalb des Zeitlimits abschließt, steht dir eine Belohnung zu. Sprich mit deinem Kommandeur, der die Operation überwacht, diese einzustreichen. Wenn deine Gruppe alle Ziele erfüllt hat, ohne die Gruppenmitglieder im Kampf zu verlieren, wird eine zusätzliche Belohnung ausgegeben. So. Ah, wir haben sogar die erste Daily schon. So, wir könnten jetzt auch halt direkt die zweite machen. Zufallsinhalt. Über diese Funktion Zufallsinhalte der Inhaltssuche kannst du dir von allen bislang freigespielten Inhalten einen zufälligen gewählten zuteilen lassen. Dafür, dass du die Wahl deinem Schicksal überlässt, erhältst du eine bessere Vergütung. Bist du darüber hinaus ein gefragter Abenteurer, deine Rolle im Spiel ist also unterbesetzt, wird dieser Bonus zusätzlich erhöht. Ja. Das heißt, hier wäre es jetzt gerade der Tank. Wir machen mal die Daily. Es wird jeden Tag um 17 Uhr wird das zurückgesetzt. Das heißt,
Wenn du zum Beispiel morgens kannst du das einmal machen und du kannst es dann nachmittags einmal machen oder abends. Dafür kannst du es dann am nächsten Tag morgens nicht mehr machen, weil du hast es dann am Abend schon gemacht. Also quasi so. Und du kannst es einmal am Tag machen, um diese Vergütung zu be bekommen. Du kannst es auch mehrmals machen, aber das bringt, glaube ich, nichts. In der Gesamtheit. Meine ich. Das scheiden sich aber die Geister. Die einen sagen, ja, komm, kannst du mehrmals machen. Die anderen sagen, nein, du kannst es doch einmal machen, weil du kriegst du einmal diese Vergütung. Deswegen mache ich das in der Regel alles nur einmal, weil, ja, ne? Weil mir das sowieso gesagt wurde. Ich kann es auch gerne mal ausprobieren. So, hallo. Nein, das nicht. Okay. Zu. So. Hier kommen wir dann auch gleich auf eine Warteliste. Drei sind noch vor uns. Also, das passt. So. Jetzt sind wir auch schon Stufe 12. Das ist sehr gut. Das heißt, ich kann uns jetzt wieder zum Tümpelturm teleportieren. Und dann können wir von da aus jetzt das Bestiarium weitermachen. Also ihr seht schon, das ist heute alles so leicht Levelphasenmäßig. Lustig wird es dann, wenn wir die anderen Klassen in den anderen Gebieten leveln. Das wird dann sehr interessant. Die Windschakale brauchen wir nicht. Aber die Dodos brauchen wir. Das ist auch schon der Kloakenmull. So, was haben wir hier bekommen? Du belebst das Ziel wieder, wonach es für gewisse Zeit unter Schwäche steht. Okay. Wiederbelebung. Ja, okay, das Ziel ist. Okay, warte, wir packen die beiden einfach nach unten. Das packen wir dahin. Die brauche ich ja sowieso eigentlich ständig. Also, zwei sind noch auf der Warteliste. Also wie gesagt, wir könnten jetzt jemand anderen wiederbeleben. Könnten. Aber hier gibt es gerade keinen. Ein einsamer kleiner Dodo. So, eins von drei.
So. Ich hoffe, dass wir den einen noch schaffen. So. Flechtengebur. Ja, die ist hier, meine ich nicht. Aber hier gibt es diese Bussarde. Hier so ein Bussard kriegen wir da auch noch hin. Liegt. Ich habe immer Angst, dass dann zu viele kommen, wenn ich hier angreife. Aber gerade sieht es eigentlich ganz gut aus. So, und du jetzt nochmal. Ja, da können wir uns in den nächsten Parts nämlich um die Klassenquest kümmern. Gut, den kriegen wir hier nicht. Die Dämmerfledermaus und den Puck. Dämmerfledermaus und den Puck. Die sollten kein Problem werden. Oh, scheiße. Der werde ich jetzt wahrscheinlich drauf gehen. Komm schon. Ja. Ich glaube, wir schaffen es. So. Ich werde doch gleich den Part wahrscheinlich beenden müssen einmal. Ich glaube, das mache ich jetzt einmal schnell, dann hole ich das ein
den einen Thumbnail nach. Wir sehen uns dann hier gleich im nächsten Part wieder. Da wird weiter gelevelt und Klassenquests gemacht. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.